Also ich war letztens nichtsahnd auf YouTube unterwegs und habe mich auf den Kanal von Nintendo umgeschaut und habe folgenden Trailer gesehen. Ich war natürlich kurz verwirrt, was Last of Us auf dem Kanal von Nintendo zu suchen hat. Ich wusste nicht, dass sie es von Sega abgekauft haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich den Trailer angeguckt und habe mich gefreut. Die PS5, die ich für 700 Euro gekauft habe, hat endlich einen Sinn gemacht, weil ich jetzt ein PS4-Spiel nochmal zocken kann. Ich habe mich also gefreut, aber dann habe ich die Bewertung gesehen und dann ist es mir wieder eingefallen. Ja, ich bin ja ein Gamer. Ich hasse dieses Spiel. Es ist aber auch schon fragwürdig, dass Nintendo ein kostenloses PS5-Upgrade für Last of Us raushaut. Die Nerven, die haben müssen. Erstmal disliken, Digga. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, dass ich mal reinschaue. Ich meine, ich habe auf diesem Kanal ja noch nicht genug über das Game geredet, ne? Aber da das grandiose Jahr 2020 vorbei ist und jeder vor Release dachte, dass Last of Us scheiße und die größte Enttäuschung des Jahres sein wird, ja, da wusste man noch nicht, was einen erwartet. Und da kann ich mich auch nicht vorretten. Auf jeden Fall bin ich hyped zu sehen, was als nächstes von Naughty Dog kommt. Ich hatte sehr viel Spaß. Aber nicht so viel Spaß, wie ich mit Cyberpunk haben werde, Junge, holy shit! Es hat gefühlt alle Game of the Year Awards gewonnen, die man so gewinnen konnte. Und meine erste Reaktion war die folgende. Weil ich das Spiel natürlich hasse, wie es jeder gute Gamer tun sollte, ne? Und nachdem ich ein paar Frauen verprügelt habe, die aussahen wie Neil Druckmann, habe ich mich nochmal hingesetzt und habe mich wirklich gefragt, ob das Spiel dieses Lob verdient hat. Ja, es war gut, aber so gut? Und ich meine, wenn Nintendo schon ein kostenloses 60 FPS-Upgrade raushaut, dann ist das doch die perfekte Möglichkeit, um das herauszufinden. Also, wie ist The Last of Us Part 2 ein Jahr später? Ach ja, und weil ich sonst nirgendwo unterkriege, really Nintendo, keine Switch Pro, dafür das, Switch OLED, euer fucking Ernst, die sieht zwar geil aus und ich habe 3 vorbestellt, aber was ist das für ein Müll? Größte Enttäuschung 2021. Do it! Just do it! Okay, fangen wir direkt mal mit der Story an, weil hier werde ich mir vermutlich die meisten Feinde machen. Denn ich mag die Story von The Last of Us 2. Und bevor ihr disliked, spart euch das noch auf. Es wird noch schlimmer, ich schwör's. Aber ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, er mag die Story nicht. Die Richtung, die gewählt wurden und die Entscheidungen, die getroffen wurden. Meiner Meinung nach, ja, ist das, was in diesem Spiel passiert, eine logische Konsequenz aus den Vorfällen vom ersten Teil. Aber dennoch, das ist keine Feel-Good Story, ja? Während ihr spielt und wenn ihr durch seid, dann werdet ihr vermutlich nicht glücklich sein, außer ihr seid ein Soziopath. Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin's wieder, Leon. Und dieses Feeling prügelt das Spiel in euch wie eine bestimmte Person mit einem Golfschläger auf eine andere bestimmte Person. Und das ist das Ding. Ich fühlte mich vielleicht nicht immer gut, aber ich habe immer etwas gefühlt. Und das ist eine Sache, die die wenigsten Spiele schaffen. Als die bestimmte Szene mit Joel nochmal passiert ist, ich blende sie übrigens nicht ein, weil ich nicht will, dass mein Zukunftssicht sich das nochmal im Schnitt angucken muss. Jo, danke dir, Digga. Kein Ding, Digga. Aber als die Szene passiert ist, wurde mir schlecht. Also wirklich körperlich schlecht. Ich meine, ich hatte vorher was gegessen und die 3 Döner lagen eh quer im Magen, aber dennoch, mir wurde schlecht, weil das, was da passiert, so unfassbar grausam ist. Aber nicht nur, weil es brutal aussieht, sondern weil es auch einfach gut gemacht ist. Es hat einfach Emotionen geweckt und das macht dieses Spiel konstant. Ich habe viele Spiele letztes Jahr gespielt. Sehr, sehr gute Spiele und nicht die besten Spiele. Aber keine Geschichte oder generell kein Spiel ist mir so gut im Kopf geblieben wie The Last of Us 2. Die Story traut sich was und ist kreativ. Mir fällt kein Spiel ein, wo man die erste Hälfte als den Guten zockt und die zweite Hälfte als den Schlechten. Und am Ende des Spiels fragt man sich, wer eigentlich überhaupt noch gut und schlecht ist. Wer auf jeden Fall schlecht und böse ist, das bin ich. Hi. Hey, und jetzt könnt ihr euch bereit machen mit dem Dislike, denn ich mochte am Ende des Spiels Abby mehr als Ellie. Ich find's immer noch schade, dass die Geschichte mit Abby irgendwie nichts mit Ellies zu tun hat, bis auf die letzte Stunde oder so. Irgendwann, als ich mitten in Abby's Story war, hatte ich komplett vergessen, dass es eigentlich um Ellie und ihre Rache ging. Das ist mir erst wieder eingefallen, als Tommy auf uns geschossen hat. Zum Glück konnte Abby das diplomatisch lösen und seitdem ziehen die beiden gemeinsam durch die Gegend. Oh,
Die Geschichte von Teil 2 ist teilweise sehr durcheinander und ich finde es auch ein bisschen schade, dass Ellies Immunität nicht so eine große Rolle spielt. Auf der anderen Seite finde ich es cool, dass es nicht eine weitere Wir-retten-die-Welt-Story ist. Ich bin sehr zwiegespalten, was die Story angeht. Was ich nur sagen kann, ist, dass ich von der ersten Sekunde an wieder gehookt war bis zum Ende des Spiels. Die schauspielerische Leistung, die hier abgeliefert wird von allen und die Gesichtsanimationen sind nicht von dieser Welt. Und auch wenn ich alles schon kannte, war ich an meinen Stuhl gefesselt. Was aber auch am nächsten Punkt liegt. Denn die Technik war jetzt der ausschlaggebende Grund, warum ich es überhaupt nochmal gezockt habe, weil The Last of Us Part 2 war das vielleicht grafisch beeindruckendste Spiel, welches ich bisher gezockt habe. Und das wollte ich unbedingt nochmal mit 60 FPS zocken und als ich das Spiel erstmal gestartet hatte, war ich nicht zu 100% überzeugt. Versteht mich nicht falsch, mit 60 FPS ist es flüssiger als mein Stuhlgang, aber ich habe mittlerweile weitere atemberaubend hübsche Spiele auf der PS4 gespielt, wie Ninja Assassin's Creed oder der Red Hat Simulator. Und als man hier im Schnee gestartet ist, war ich nicht zu 100% überzeugt. Klar sieht es hübsch aus, aber nicht so mega hübsch. Das hat sich aber komplett geändert, als man in Seattle ankommt. Holy shit, sieht dieses Spiel hübsch aus. Wie konnte sowas auf einer PS4 laufen und wie wird das Last of Us Remake aussehen, wenn das alles aus der PS5 rausholen wird? Aber das Ding ist, das ist nicht der Grund, warum ich noch ein Video zu diesem Spiel mache und zum 20. Mal drüber rede. Denn bei der Story hat sich nicht viel geändert. Ich mag sie zwar mehr als vor einem Jahr, aber es gibt immer noch ein paar Dinge, die doof sind. Technisch ist es natürlich auf der PS5 noch beeindruckender als jemals zuvor, aber nein, das ist nicht der Grund, warum noch ein weiteres beschissenes Video auf meinem Dreckskanal online kommt. Der Grund für dieses Video ist folgendes. Storymäßig habe ich fast nichts vergessen. Gameplaymäßig aber anscheinend alles, denn das ist eines der spaßigsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Alle brutalen Szenen, die ich in Zwischensequenzen gesehen habe, haben mich unwohl fühlen lassen und ich wurde traurig. Oder sie haben mich wirklich unwohl fühlen lassen. Wenn ich aber selbst gezockt habe und links und rechts Leute weggeballert habe und explodieren lassen habe, ja, dann hat es schon sehr viel Spaß gemacht. Stop it. Get some help. Nein, aber im Ernst, das ist das spaßigste Ballern seit Doom Eternal oder so. Und das ist genau das Gegenteil von Doom. In Eternal seid ihr immer in Bewegung, müsst blitzschnell reagieren, eure Reflexe spielen lassen, ihr müsst Gegner direkt lesen können und es passiert generell sau viel gleichzeitig. Hier schleicht und kriecht ihr durch das Gras und wartet auf den perfekten Headshot. Ihr müsst Shootouts planen, euch am besten merken, wie die Gegner laufen und wie sie reagieren, wenn einer stirbt. Klar, wenn ihr dann gespottet werdet, dann heißt es auch. Aber meistens steht zumindest die Planung im Vordergrund, bis man keinen Bock mehr hat und alles wegballert. Das gilt natürlich nur für höhere Schwierigkeitsgrade. Ich wollte es eigentlich auf Grounded durchzocken, wo wir kein HUD, keinen Hörmodus und keine Muni haben und die Gegner einen von einem Kilometer aus riechen können. So wollte ich es durchspielen, weil ich mittlerweile ein großer Junge bin und ich eine Challenge wollte. Dann habe ich aber leider gemerkt, dass ich komplett scheiße bin und das hier nicht mal schaffe. Ja. Ich habe es dann auf Hard gespielt und das war der perfekte Schwierigkeitsgrad für mich, Kackboon. Um es aber noch ein bisschen schwerer zu machen, habe ich den Hörmodus, wodurch mein Gegner durch die Wände sehen kann, deaktiviert. Jetzt muss man halt wirklich hören. Und ich habe das automatische Einsammeln aktiviert, also muss man nicht die ganze Zeit Dreieck spammen, wenn man rumläuft. Und bevor ich dazu komme, warum das Spiel so geil ist, muss ich einmal F pressen for respect für den gefallenen Bruder oder die gefallenen Brüder, die wahrscheinlich Monate oder Jahre an einer geilen Seilmechanik und Physik gearbeitet haben, nur damit sie dreimal im Spiel vorkommt. Digga, will er mich ficken? Sag mal ehrlich, wem ist ihr ficken? Aber kommen wir jetzt zum spaßigen Part. Dieses Spiel auf diesem Schwierigkeitsgrad mit meinen Einstellungen war perfekt für mich. Ich hatte bei jedem Kampf die perfekte Anzahl an Muni. Nicht zu viel, dass man einfach sinnlos rumschießt und auch nicht zu wenig, dass man sich nie traut, einen Schuss abzufeuern. Die perfekte Menge. Jede verschossene Kugel tut weh, aber man hat genug, um geile Gefechte zu haben. Die geringe Anzahl an Muni treibt einen auch dazu, kreativer zu werden. Entweder Wege zu finden, die Gegner alle nacheinander wegzustealthen oder sie in selbstgebaute Fallen zu locken. Es hat wirklich so unfassbar viel Spaß gemacht und dadurch, dass die Muni so rar ist, sind die Momente, wo nicht geballert wird, auch spannend. Denn die meiste Zeit des Games tut man nicht das, sondern das. Mann, du gottloser, verdammter Hure!
Aber das ist okay, weil es nötig ist. Was eigentlich das langweiligste ever sein sollte, Schubladen öffnen, wird hier zu einer spannenden Suche, weil man jede Kugel und jedes Stück Stoff braucht. Aber warum machen die Gefechte so Bock? Ja, das ist schwierig zu beantworten. Ich weiß es selber nicht genau. Aber ich glaube, es ist ein Mix aus den folgenden Sachen. Zum einen einfach, wie die Waffen sich anfühlen und generell das Ballern, ne? Das Schießen ist hier sehr langsam und ich finde es schwer, was zu treffen. Liegt aber wahrscheinlich auch an der Kackbuhn-Sache. Und weil man nie viel Muni hat, ist man umso vorsichtiger mit den Schüssen. Aber wenn man dann trifft, dann fühlt sich das nur umso belohnender an. Und dazu kommt noch die absolut geisteskranke Brutalität. Zum Weiteren spielen die Animationen und der generelle Look, glaube ich, eine sehr große Rolle. Es sorgt einfach die ganze Zeit für so einen krassen cineastischen Look. Egal was man macht oder wie die Gefechte verlaufen, es sieht immer so cool aus. Guckt euch das hier an. Der Typ ballert Ellie ab. Sie fliegt durch den Aufprall hin. Ich bleibe liegen und warte auf den Motherfucker und gebe ihm einen schönen Headshot. Es ist einfach so cool, Mann. Aber das führt zum nächsten Punkt, warum das Kämpfen in The Last of Us 2 so geil ist. Denn eine Mechanik hebt das Game von allen anderen Spielen ab. Wahrscheinlich nicht allen anderen, aber allen anderen Spielen ab. Die hier. Ist es nicht schön? Ich denke, die Leute, die das Game nicht gezockt haben, fragen sich bestimmt, ob ich komplett hirnverbrannt bin. Und ja, das bin ich auf jeden Fall. Aber jeder, der es gespielt hat, wird diesen Punkt bestimmt richtig fühlen. Das Schleichen bockt dadurch einfach so krass. Dieses Gefühl, wenn man durchs Gras kriecht und auf den perfekten Headshot wartet. Oder man auf dem Dach liegt und auf die Hurenkinder wartet. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Wenn man kriecht und die Waffe wechselt, dann stoppt Ellie kurz, weil sie wirklich erstmal die Waffe wechseln muss. Bin ich der Einzige, der das so cool findet? Ja. Und durch den Schwierigkeitsgrad wird man auch dazu gezwungen, so vorzugehen. Denn wenn ihr erwischt werdet und euch nicht schnell wieder versteckt, ja, dann seid ihr geflickt. Und dass man sich auch wieder verstecken kann, ist auch mega. Wenn ihr gesehen werdet, habt ihr erstmal eine Chance, den Typen zu killen, bevor er was seinen Leuten sagen kann. Es ist nicht so, dass wenn er euch sieht, dass direkt alle Fadenkreuze auf euch sind, sondern er muss es erstmal ausschreien. Und hier wieder das Gefühl, wenn man erwischt wird, den Typen killt, die anderen aber alarmiert sind und man dann wegläuft und ins Gras hechtet, um sich zu verstecken. Dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Und dazu kommt noch die krasse Abwechslung in den Umgebungen. Obwohl man fast nur in Seattle unterwegs ist. Das Leveldesign wirkt nicht nur organisch, sondern man kann auch alles nutzen. Nicht nur bieten Autos und Häuser Deckung, nein, wir haben auch vertikales Gameplay. Oder horizontales? Es geht nach oben. Man kann in Häuser rein und die Stockwerke hochgehen und auf Dächer klettern. Man kämpft in der Mall, wo man zwischen Stockwerken switchen kann. Oder man taucht unter und versteckt sich. Oder man kämpft in zerstörten Hochhäusern. Oder auf Plantagen, wo man das Gras als Schutz nehmen kann. Es sind so viele einzigartige Umgebungen, die sich alle unterschiedlich anfühlen und unterschiedlich gezockt werden können. Generell, all diese Sachen und bestimmt noch mehr, ich habe bestimmt viele vergessen, weil ich dumm bin, sorgen für so einzigartige Shootouts, dass ich sie gar nicht beschreiben kann. Ich glaube, das muss man einfach mal selber gezockt haben. Ich war bei wenigen Spielen so gefesselt vom Gameplay wie hier. Was auch zum heftigsten Jumpscare geführt hat, den ich, glaube ich, bisher erlebt habe. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber ich habe mich wirklich zu Tode erschrocken. Aber das gilt leider nur für die Kämpfe gegen die menschlichen Gegner. Denn der Kampf gegen die Zombies, ja, den mochte ich nicht so sehr. Eigentlich gar nicht. Der Kampf gegen die Zombies war richtig kacke. Es läuft gefühlt immer gleich ab. Man versucht, die Scheiße aus den Gegnern rauszustealthen, wird erwischt, dann laufen alle auf einen zu, als würde man eine Packung Five Gum auf dem Schulplatz öffnen. Fand ich mega öde.
Normale Zombies kann man halt easy wegsnacken. Die Stalker fand ich hier noch am coolsten, weil die sind die schlauesten von allen. Die verstecken sich und versuchen einen zu überraschen, aber insgesamt war es lame. Aber dadurch habe ich öfter versucht, mich dann komplett an denen vorbeizuschleichen, was eigentlich ganz cool war. Aber das habe ich halt nur gemacht, weil der Kampf gegen die so langweilig war. Das Gute ist, dass die viel seltener vorkommen als menschliche Gegner. Generell kam es mir so vor, als wären die Zombies für die gesamte Story nicht mehr relevant. Also gefühlt kann man die rausnehmen und es ändert sich nicht viel. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so gut für ein Zombie-Spiel, aber hey. Und es ging manchmal auch so weit, dass ich die Zombies komplett vergessen hatte. Nachdem man das große Zombie-Viech hier getötet hat, kamen so lange keine Zombies mehr, dass als sie dann wieder da waren, war ich so, ach ja, die gibt's ja noch. Nice. Das ist für die Story, finde ich, jetzt nicht so schlimm, aber fürs Gameplay schon sehr enttäuschend, weil ich mich auf jeden Kampf gefreut hatte. Außer es waren wieder Zombies. Nichtsdestotrotz ist das Ballern einfach 10 von 10. Und auch wenn ich am Ende Abby mehr verstanden habe als Ellie, so mochte ich es viel lieber mit Ellie zu zocken, weil die mehr Fallen und die cooleren Waffen in meinen Augen hatte. Das Planen der Schießereien war halt dadurch auch viel spaßiger. Dafür ging es mit Abby mehr aufs Fressbrett. Ich kann mittlerweile absolut nachvollziehen, warum das Spiel diese ganzen Awards gewonnen hat. Ich bin der Meinung, dass selbst wenn man die Story nicht mag, dann sollte man es trotzdem nochmal spielen, allein für die Encounters. Dann überspringt man halt alle Zwischensequenzen. Ich meine, ich habe extra nochmal ein paar Begegnungen geladen, damit ich die nochmal zocken konnte. Das mache ich eigentlich nie. Und ich wollte die Filter noch ausprobieren. Die sind eigentlich ganz cool. Cartoon-Style mit Chipmunks. Der Filter straight aus der Hölle. Last of Us auf dem NES. Abby ist Neo. Und was auch immer das ist. Grafik und Schauspieler sind das Beste, was diese Industrie bis jetzt gesehen hat, und auch das Gameplay, auch wenn es nicht bahnbrechend neu ist, hat so viel Spaß gemacht wie die wenigsten Spiele in den letzten Jahren. Die Musik ist der absolute Wahnsinn. Im Spiel ist es mir nicht so aufgefallen, aber ich habe den Soundtrack auf YouTube mir nochmal gegeben und es ist einfach wunderschön. Und die Story ist auch nice. Habe ich so noch nicht gesehen, bleibt im Kopf, regt zum Nachdenken an, habe ich gefeiert. Perfekt ist es nicht, die Story hat sich auch beim zweiten Mal ein bisschen gezogen, aber was das Gameplay angeht, bin ich wirklich traurig, dass es schon vorbei ist. Also, The Last of Us 2 bekommt von mir 0 von 10, netter Versuch, Naughty Dog.